Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde im LS19 auf der Stappenbach. Jo, so, ich habe mir mal hier zwei Höfe eingerichtet, weil die Starthöfe sind ja dann doch, die wir zur Auswahl haben, relativ klein gehalten. Was heißt relativ klein? Ja, bisschen sehr klein. Um alles so jetzt, was man so braucht, um Geld zu verdienen, unterzukriegen. Na? Dazu habe ich mir hier den, naja, den LU-Hof genommen. Ja. Der ist schön groß, hat Platz ohne Ende. Naja, ohne Ende ist auch ein bisschen viel gesagt, aber auf jeden Fall hat er Platz. Ja. Die Gebäude, die wir hier vom Start her weg haben, wenn wir da den LU-Hof kaufen, die sind weitestgehend stehen geblieben. Was heißt weitestgehend? Die sind auf jeden Fall stehen geblieben. Wie jetzt hier zum Beispiel das Getreidelager oder die Leimbinderhalle. Ja. Oder gehen wir mal runter. Oder hier die alte Maschinenhalle. Ja. Neue Gebäude sind natürlich auch dazu gekommen. Und zwar einmal hier diesen Holzunterstand, den nutze ich vielleicht, was heißt vielleicht, auf jeden Fall, denn ich denke mal für Ballen zum Einlagern. Denn vom lieben Moos Agrar, den Platz hier war ein Kuhstall, den kennen wir ja schon von der Ellerbach. Des Weiteren von dem lieben Moos Agrar ist hierher gekommen der Hühnerstall. Fand ich auf der Ellerbach schon richtig nice, der Teil. Denn hier, ja, das Wohnhaus mit Schlafträger, ebenfalls vom Moos Agrar und passend dazu den Unterstand, auch vom Moos Agrar. Ja, das war hier soweit vom, war die Hofvorstellung vom Wunderhof, können wir so sagen. Wir fahren jetzt noch rüber zum anderen Hof. Zum etwas kleineren. Den habe ich mir selbstverständlich komplett neu aufgebaut und zwar mit dem Ingame-Tool. Den kann ich euch auch noch zeigen, wenn ihr möchtet. Kein Problem. Mal schon mal ordentlich hinsetzen jetzt hier und dann fahren wir mal rüber. So, die Anhänger bleiben erstmal auf jeden Fall hier stehen, die Kipper. Jetzt sind die Mehrzweckanhänger, ohne Mehrzweckanhänger, deswegen, weil wir die schön umbauen können. Und demzufolge brauchen wir dann nur halb so viel Anhänger für unser Zeug. So. So, jetzt fahren wir, wie gesagt, jetzt erstmal rüber zum anderen Hof. Ja, hier muss ich nochmal ein bisschen nacharbeiten mit dem Ingame-Tool. Die Ausfahrt habe ich hier zugemacht. Ja, selbstverständlich mit am Start ist auf jeden Fall die Global Company Market. Unterwegs sind wir jetzt hier mit unserem John Deere 6900S mit 145 PS. So, und da sind wir am Hof angekommen. So, ich habe hier stehen gelassen. Das Wohnhaus mit Schlafträger fand ich, naja, äußerst passend zu dem, was ich mir hier ausgesucht habe an Gebäude. Denn die Hundehütte blieb auch stehen.
Nehmen wir mal Bälle, um das mal zu futtern. So. Ja. Eine Scheune für die Maschinen zum Unterstellen. Hier steht schon der 412 Farmer mit 125 PS. Reicht uns völlig aus. Dann habe ich hier stehen lassen den Gülle bzw. Mistplatz, weil der Mistplatz bei den Schweinen doch relativ klein ist. Dann kann man das hier da, kann man das da rausnehmen, hier zwischenlagern. Alles wunderbar. Ja, den Hof habe ich so ein bisschen rustikal gehalten, weil ich mir sage, im Real Life ist das eigentlich auch so. Nicht jeder Hof hat die allermodernsten Gebäude. Und ich fand das hier ja doch äußerst passend. Diese Gebäude, die passen gut zueinander. Backsteinoptik, rustikal. Ich sag mal so, nicht das Verkehrteste. Ja, so, dann hätten wir hier vorne den Schweinestall. Klein, aber fein, schön rustikal, mit ein bisschen Unterstellmöglichkeiten für die Maschinen noch. Wir haben hier so ein kleines Freigehege, alles schön, reicht völlig aus. Ja. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Scheune, wo man schön Maschinen unterstellen kann. Da oben ist noch eine Tür und da steht eine Leiter. Ich weiß ja nicht, ob man da. Oh, doch, da kann man hochgehen. Leiter, das habe ich noch ja nicht ausprobiert. Hops. Und kann man da rein? Ah, da kommt man sehr rein. Eine coole Sache. Geile Idee vom Modder. So, okay, springen wir da runter. So, und dann hier noch einen schönen Hühnerstall. Schönen rustikal gehalten, noch mit Unterstellmöglichkeiten. Reicht uns auch. Was hier auf jeden Fall noch hinkommt, ist so ein kleines Hofsilo. Und zwar von dem, naja, was hier vorher auf dem Hof stand, dieses Farmtech-Silo. Fand ich recht geil. Und ein paar Lampen, so für, dass man hier auch nachts arbeiten kann. Gut, wir müssen aber loslegen. Und zwar heute gleich mit der ersten Aufgabe. Und zwar hier unten unsere Wiese. Hier die 100. 19, die müssen wir mal ein bisschen düngen. Dazu fahren wir hier zum Agravis. Dort holen wir uns den Dünger. Fahren tun wir hier mit dem Johnny. Das reicht aus für die Wiese. Wir sind dran. Tür zu, auf zum Agravis. Jetzt sind wir falsch hier. Oder? Ja, hier sind wir falsch.
Wir wollen düngen. Und dann fahren wir mal zu 119. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier am besten fahren. Ich war jetzt schon seit einer Ewigkeit. Genau, einfach rechts runter und dann wieder rechts. Und dann sollten wir da hinkommen, wo wir hin wollen. Hier unten hin. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Kurz gucken, ob ich jetzt hier schon rechts weg muss. Ja, hier muss ich weg. Hier muss ich drin. Ah ja, jetzt hat doch ein bisschen was verändert in der Stadtenbach. Jetzt hier direkt zu unserer Wiese kommen. Müsste sie ja jetzt hier sein, ne? Schauen wir mal kurz. Ja, das ist unsere Wiese hier. Gut. So. Stimmt, so war das. Mal was vergessen. Deswegen streut er nämlich nicht.
Ja, aber die Stappenbach ist nach wie vor immer noch eine Augenweide. Ja, der Ganze möchte ich hier so ein bisschen in, ja, sagen wir mal, in mit nicht in, sondern mit Youngtimer und Oldtimer spielen. Ups. Schön ist natürlich, dass die Map Forage Extension vorbereitet ist. Sieht aus. Ein bisschen was werden wir hier auf jeden Fall rauskriegen aus der Fläche. Das sind knapp 1,3 Hektar. Auch viel gibt es ja hier jetzt noch nicht zu erzählen. Schauen, dass wir hier wirklich alle treffen. Oh, Entschuldigung.
rein theoretisch jetzt hier bloß noch das Stück haben. Und dann sollten wir es ja eigentlich auch schon wieder haben. So. So, dann schauen wir uns das mal an. Ach, hier hinten haben wir noch eine kleine Ecke, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Sonst haben wir das eigentlich recht gut getroffen. Immer. Jo, meine Lieben, so, damit, mit diesem Ausblick, würde ich euch heute gerne noch in den Sonntagabend schicken. Ihr werdet das Video erst morgen Abend sehen. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann wieder im zweiten Teil. Denn wenn wir mal langsam in die Ackerflächenbearbeitung gehen, Aussaatvorbereitung machen, die 95, 96 und die 100. Die 100 muss gekalkt werden. Und die wählen mal aus. Und na, geflügt werden muss soweit erstmal nichts. Wird nicht angezeigt. Gedüngt sind ist die 95, 96 auch. Die 100 muss, wie gesagt, gekalkt werden. Hat ebenfalls die erste Düngestufe. Die zweite kriegt es dann automatisch bei der Aussaat. Und die dritte dann nachher im ersten Wachstumsstadium. Ja, ich sag aber bis dahin, danke euch fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wie ihr sagt, ihr seid dann in der zweiten Folge wieder mit dabei, wenn wir dann so langsam in die Ackerflächenbearbeitung gehen. Und bis dahin sage ich bye bye, euer Agrargamer. Bleibt gesund. Bis dahin.